Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und diese Staaten hinein und darum will ich nicht, dass sie auf eine ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden. Ich will es aber auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes Volk sind und weil ich den germanischen Stamm so sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen rein zu erhalten wünsche. Soweit ein Zitat von Ernst Moritz Arndt. Ernst Moritz Arndt hat mit seinen antisemitischen und fremdenfeindlichen Äußerungen für eine jahrelange hitzige Debatte gesorgt. Darf ein Mann, den die Nationalsozialisten als großen Vordenker sahen, Namenspatron der Universität Greifswald bleiben? Der Senat hat am 17. Januar entschieden, der Name Ernst Moritz Arndt soll abgelegt werden. Eine Zweidrittelmehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dass die Hochschule fortan nur noch Universität Greifswald heißt. Der Namenszusatz kann aber unter bestimmten Voraussetzungen vorangestellt werden. Für viele ein fragwürdiger Kompromiss. Die AfD spricht sogar von der dümmsten Entscheidung, die getroffen werden konnte. Ein optionaler Ernst Moritz Arndt sei wie gar keiner, hieß es. Wenige Tage vor der Entscheidung haben rund 600 Arndt-Befürworter eine Menschengasse für den 1769 geborenen Schriftsteller und Ethnologen gebildet. Viele von ihnen sehen Arndt zwar als kritisch zu bewertende Zeitfigur, halten aber die Abschaffung des Namens für falsch. Also wenn man Ernst Moritz Arndt wegen seines Antisemitismus verbieten müsste, dann müsste man auch Immanuel Kant wegen seines Antisemitismus verbieten. Weil der Name schon Jahrzehnte zu Greifswald gehört und so soll es auch bleiben. Und wir wollen uns als Greifswalder nicht vorschreiben lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das finde ich sagenhaft, was hier abläuft. So etwas hat die Greifswald noch nicht erlebt. Ansonsten bin ich Insulaner gewesen, auf Usedom groß geworden. Und mein Greifswald, dafür kämpfe ich bis zum Schluss. Und Bonn ist ja auch Ernst-Moritz-Arndt-Stadt. Und da wundert man sich im Prinzip über die Diskussion, die hier geführt wird. Da wird also Ernst-Moritz-Arndt, da gibt es also große Denkmäler, Museen. Und da würde man nie auf die Idee kommen, eine Diskussion über Ernst-Moritz-Arndt anzustrengen. Ich kann die Diskussion hier sowieso nicht verstehen, warum man das überhaupt macht. Es gibt ja andere Probleme, die zu lösen sind. Auf der Facebook-Seite der Bürgerinitiative Ernst Moritz Arndt bleibt, wird auf einige Missstände an der Universität aufmerksam gemacht und über die Kosten diskutiert, die durch die Abschaffung des Namens entstehen würden. Wir erwarten einen verantwortungsvollen Umgang mit staatlichen Geldern, steht in einem Schreiben, das auch an die Ministerpräsidentin gerichtet ist. Von Seiten der Universität heißt es, es werde mit Kosten von höchstens 80.000 Euro gerechnet. Schauspieler, es ist so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ja? Sie wachen auf, so war es immer wieder, 98, 2001, 2010, 2017. Jedes Mal werden die gleichen Argumente ausgetauscht. Jedes Mal steht man hier und diskutiert und unser Widerstand ist ungebrochen. Und das ist das Gute. Die Bürgerinitiative hat eine weitere Aktion am 17. Februar angekündigt, denn die Namensänderung tritt nicht sofort in Kraft. Erst muss sie vom Kultusministerium genehmigt werden. Schon vor einem Jahr hatte das oberste Gremium der Universität die Namensänderung beschlossen. Aus formellen Gründen war diese Entscheidung aber vom Bildungsministerium nicht anerkannt worden. Immer wieder gab es Proteste gegen die Streichung des Namens. Inzwischen sind die Gemüter auf beiden Seiten mehr als erhitzt. Offensichtlich gibt es hier in der Gegend sehr viele Menschen, die nur die zensierte Version der Geschriften von Arndt kennen, die in der DDR als Ausgabe zirkulierte und die sich auch bis heute nicht dessen bewusst sein wollen, dass es sich um einen Antisemiten handelt. Und wenn eine Studierende der Universität sagt, Arndt sei ja auch ein Mahner gegen Antisemitismus, dann ist das eine Logik, der ich leider nicht folgen kann. Und ich hoffe sehr, dass sie ihre universitäre Zeit noch nutzt, um sich noch weiterzubilden. Es gab immer wieder Versuche von einzelnen Studenten, insbesondere aus dem linken Studentenbereich heraus, solche Veränderungen in der Namensgebung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität zu versuchen. Das ist immer auch ganz klar durch andere Studenten, durch die Hochschulangehörigen, insbesondere durch die Rektoren, einfach von Anfang an unterbunden worden, gesagt, dass
gibt es überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage. Und es ist immer wieder aufs Trapez gesetzt worden, so als ob sie immer wieder versuchen, eine schon mal getroffene demokratische Entscheidung wieder rückgängig zu machen, weil sie ihnen nicht passt. Und das hat die Menschen hier wirklich zum Wahnsinn gebracht. Lass klingen, was nur klingen kann. Die Trommeln und die Flöten. Wir wollen heute Mann für Mann mit Blut das Eisen röten. Mit Henkerblut, Franzosenblut. O süßer Tag der Rache. Fest steht, Arndt predigte Hass. Und das nicht nur gegen die napoleonischen Truppen, sondern gegen ein ganzes Volk. Und während ihn die einen als Patriot sehen, ist er für die anderen ein Gegner der Demokratie. Arndt vertrat einen biologisch begründeten Rassismus, auf dem die Nazis ihre fanatische Ideologie aufbauten. Eine kritische Auseinandersetzung mit seinen Schriften ist also in jedem Fall wichtig. Zumindest darüber sind sich die meisten einig. Innenminister Lorenz Cafier zeigt sich auf seiner Facebook-Seite dennoch enttäuscht über die Entscheidung zur Namensablegung. Ich halte diesen Schritt für grundfalsch, schreibt er. Das letzte Wort in der Diskussion zum Universitätsnamen spricht nun das Bildungsministerium.